Guten Morgen. Heute ist der erste Tag, wo ich alleine bin mit den drei Kindern. Was heißt alleine? Aber Leon geht ja jetzt ist ja jetzt im Kindergarten. Das ist ja dann nicht ganz so tragisch. Aber trotzdem musste ich das ja alles heute Morgen alleine meistern und alleine früh aufstehen. Ich hatte schon Angst, dass ich verschlafe, aber ich habe das geschafft und wir waren sogar eine halbe Stunde eher fertig, als ich gedacht habe. Ja, und jetzt, Ben schläft noch im Kinderwagen. Der Jonas, der liegt hier hinter mir. Da. Oh, du bist. Da. Hi. Und ich esse mein Frühstück sehr aus. Also ich habe nicht nur Unterwäsche an, das sieht nur so aus, das sind diese Stilltops. Die sehen irgendwie aus wie Unterwäsche, finde ich. Und darunter habe ich noch diesen Still-BH und der sieht auch irgendwie voll doof aus. Aber mir ist gerade voll heiß und es soll heute auch 27 Grad werden. Ich weiß gar nicht, was ich heute anziehen soll, wenn ich zum Bake-up gehe das erste Mal. Weil dann sind wir auch in so einem kleinen Raum und da sind so viele Menschen dann. Also so viele, also vielleicht sind wir 10 Leute oder so mit 10 Kindern. Also wenn ich die Einzige mit Zwillingen bin, dann sind da noch 11 Kinder. Und ja, da weiß ich noch nicht, was ich anziehen soll. Aber so ein Stilltop ist da schon am besten. Und ich frühstücke jetzt erstmal. Ich habe jetzt hier keinen Naturjoghurt mehr gehabt. Deswegen habe ich diesen Kokosjoghurt von Lidl, der überhaupt nicht schmeckt, mit Wassermelone, Stilltee und einer Spreit. So, wir haben jetzt gefrühstückt und ein bisschen gekuschelt. Und was macht der Ben? Der schläft noch friedlich. Ich werde jetzt gucken, ob die Wunderwaffe Swing to Sleep mir helfen kann, dass ich hier oben ein bisschen aufräumen kann. Aber ich denke, das macht die ganz gut, ne? Jonas hat nämlich jetzt nochmal gut gegessen. Wir haben ganz schön gekuschelt. Boah, das ist so süß. Der Hinterkopf ist immer so süß. So süß. So, möchtest du einen Schnuller haben oder geht's auch ohne? Ich bin schon wieder voll müde und deswegen mache ich jetzt lieber irgendwas und schlafe ich ein. Ups, so dunkel. Weil zum Schlafen habe ich ja jetzt keine Zeit. Dann räume ich lieber heute auf und dann kann ich nämlich morgen nach dem Frühstück einen Mittagsschlaf machen. Ich habe mir vorgenommen, einen Tag hier aufzuräumen, so montags. Dienstag mache ich einen Mittagsschlaf. Donnerstag räume ich wieder auf und so weiter und so fort. Obwohl eigentlich Freitag ja der Putztag ist. Ich habe den Mittwoch vergessen. Nee, ach, ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe jetzt so anderthalb Stunden gebraucht und die beiden haben das wirklich gut mitgemacht. Ben war ein bisschen knatschig, weil er wach geworden ist und dann hat er was gegessen. Und danach wollte er natürlich erstmal kuscheln und dann habe ich ihn dann einfach in die Trage gepackt und so konnten wir dann kuscheln und saugen zusammen. Und der Jonas ist wach, aber der ist noch zufrieden in der Wippe und den mache ich gleich fertig. Ich habe mich sogar noch ganz schnell geduscht. Das durfte ich noch von den beiden aus. Nur Jonas hat, der Ben hat sich voll gespuckt, den muss ich jetzt auch noch umziehen und dann werde ich beide jetzt gleich noch mal stillen, langsam in die Maxi-Cosis packen und mir noch eine andere Hose anziehen und dann können wir auch schon los zum Pekip, da freue ich mich schon drauf. Ich bin mal gespannt, ich hoffe die Mädels da sind nett und dass, ja, dass das so passt, aber beim ersten Mal Pekip, da haben wir auch gedacht, ob die alle so zu uns passen, also zu mir und einer Freundin, die ich schon durch den Geburtsvorbereitungskurs kennengelernt habe. Und hinterher haben wir uns so gut, also verstehen wir uns immer noch so gut. Wir waren ja gestern alle Mann sogar noch zusammen im Freizeitpark und ja, sind immer noch gut befreundet und treffen uns regelmäßig. Ich hoffe, das wird auch so eine tolle Truppe.
Und ich hoffe, die beiden machen das auch gut mit, aber ich glaube schon. Ich bin da ganz optimistisch. Ich musste jetzt gerade eine Flasche machen für jeden. Und ich bin gespannt, wie viel die trinken, weil die haben beide vorhin bei mir zusammen an der Brust getrunken. Jeder hatte eine Seite. Und der Jonas, der hat noch total geschrien. Und hat dann immer meine, ja nicht total geschrien, aber der hat dann immer so die Brust so angeweint. Normalerweise ist das immer gegen Abend, dass die dann so zappelig sind noch, trotz des Stillens. Und dann merke ich so halt so, dass sie unzufrieden sind. Und dann gebe ich noch eine Flasche und die teilen die sich meistens. Aber da es jetzt schnell gehen muss, habe ich jedem eine Flasche gemacht. Sonst hätte ich jetzt auch wieder eine gemacht, dass die sich die teilen. Aber wir müssen ja jetzt gleich zum P-Kip, ne? Und wenn wir dann nach Hause kommen, dann können wir noch eine Stunde kuscheln und relaxen. Und dann müssen wir euren Bruder abholen. Ja. 70 Milliliter, 50 Milliliter hat Ben noch getrunken. Okay, so viel ist das ja nicht, ne? Machen wir jetzt gleich ein Bäuerchen, ne? Oh, Entschuldigung. Dein Bruder ist noch nicht fertig. Nummer 1 und Nummer 2. So. Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas vergessen. Irgendwas. Ich weiß nur nicht was. Ah, das lässt sich echt. Upsala. Echt gut fahren, wollte ich sagen. Pegit war echt cool, also was heißt cool, ja, wir haben uns einfach nur alle vorgestellt, die scheinen alle ganz nett zu sein. Ich bin mal gespannt, wie das dann da weiterläuft und ich habe sogar eine Mutter dabei ertappt, wie die am Schunkeln war, also so hin und her, ohne dass sie ein Kind auf dem Arm hatte. So verrückt sind wir Muttis schon, weil das ist ja dann irgendwie schon so drin, ist bei mir ja auch so. Und aber die beiden waren wirklich sehr lieb. Der Einzige, der halt die ganze Zeit auf dem Arm sein wollte, war Jonas. Aber das war ja jetzt auch nicht schlimm. Und der Ben hat die ganze Zeit geschlafen. Der hat alles komplett verschlafen, auch das Einkaufen. Wir waren danach noch bei Lidl einkaufen. Und jetzt sind wir, also das mit dem Anfahren ist noch schwierig. Das hört sich für mich an, als ob ich so ein Proletenauto hätte. So, wenn ich anfahre. Ja, auf jeden Fall war das ganz toll und einkaufen waren wir und jetzt hole ich den Leon ab, weil wir jetzt schon 3:30 haben und normalerweise würde ich ihn jetzt, also wir wären um 3 Uhr normalerweise losgelaufen und bis spätestens 4 Uhr muss ich ihn abgeholt haben. Das heißt, ich hole ihn jetzt dann mit dem Auto ab. Ist eh auf einem Weg, von daher ist das jetzt nicht tragisch. Ja, wir sehen uns dann gleich noch. Ich war gerade bei Lidl einkaufen und habe hier noch die ganzen P-Kip-Sachen. Und die Kühlschranksachen habe ich noch weggeräumt. Das habe ich dann doch geschafft, weil es war gerade echt chaotisch. Als ich Leon aus dem Kindergarten abgeholt habe, haben die beiden noch geschlafen, die beiden Kleinen. Kaum sind wir hier angekommen im Auto, haben beide gebrüllt und Leon war dann irgendwie auch knatschig und wollte nicht aus dem Auto aussteigen. Dann hatte ich aber noch die Lebensmittel im Auto. Also von jetzt auf gleich. Und dann habe ich erstmal die Kinder reingepackt, weil hier ist es ein bisschen angenehmer als draußen. Und habe dann sofort die Lebensmittel hier hingeholt. Und während ich ein Baby auf dem Arm hatte und das andere dann geschaukelt habe, immer wieder bin ich dann zum Kühlschrank gegangen. Und habe die ganzen Kühlschranksachen eingeräumt und dann habe ich die beiden gestillt. Das war jetzt wirklich sehr anstrengend, aber das sind dann auch wieder so kurze Phasen und ich weiß, dass es noch anstrengender wird. Ansonsten war der Tag ja wirklich sehr toll, also total anstrengend, muss ich sagen, weil ich bin richtig, richtig müde. Ich konnte mich jetzt beim Stillen ausruhen, das ist das Gute, wenn man stillt, man kann dann sitzen und ein bisschen sich ausruhen. Man muss es sich dann als Auszeit einfach denken, das ist das Gute und ja, ansonsten ist es wirklich sehr anstrengend. Aber morgen kommen Freunde zum Frühstück und danach mache ich einen Mittagsschlaf. Das werde ich mir dann gönnen. Jetzt werde ich gleich noch ein Brot backen, weil ich jetzt keinen Bock habe, was Warmes zu kochen. Leon hat ja schon was Warmes im Kindergarten gegessen. Deswegen mache ich jetzt nur ein Brot, dann gibt es heute Abendbrot. Und dann gehen wir jetzt aber noch kurz zu meinem Papa. Der hatte gestern Geburtstag und da gehen wir noch kurz hin und
bleiben da ein bisschen und dann kommen wir nach Hause und dann gibt es Abendbrot. Mir tun auch die Arme weh. Boah, ich war voll blöd. Ich war so froh, dass ich so gut geparkt habe mit diesem Monsterschiff. Habe ich richtig gut geparkt, rückwärts eingeparkt zwischen zwei anderen Autos. Ich war so stolz. Ja, und dann habe ich gesehen, als ich dann den Kinderwagen, also diesen Untersatz holen wollte für die Maxi-Cosis zum Draufpacken, als ich den Kinderwagen dann, also das Gestell, als ich das Gestell dann holen wollte, dann habe ich gesehen, dass ich da nicht rauskam, weil ich ja zwischen zwei Autos war und hinten konnte man auch nicht rum, weil hinten war eine Wand. Ja, das war natürlich sehr schlau von mir und ich hatte keine Lust, dann wieder vorzufahren und wieder zurück. Und deswegen habe ich gedacht, komm, die kurze Strecke, trägst du die beiden Maxi-Cosis und die Wickeltasche. Mhm. Das war so anstrengend. Mir tun die Arme weh, die Oberarme. Ich bin das ja gar nicht mehr gewohnt. Nach 46 Wochen nichts tun und so. Also körperlich ist es schon wirklich mega anstrengend gewesen. Und morgen habe ich bestimmt voll Muskelkater. Die fühlen sich an wie Wackelpudding. Deswegen bin ich jetzt auch richtig kaputt und müde, glaube ich. Ja, ich backe jetzt ganz schnell das Brot. Das ist mein Lieblingsbrot oder unser Lieblingsbrot, was ich schon öfter gebacken habe. Das geht nämlich schnell, das braucht nämlich nicht gehen. Und ich hoffe, dass die Hefe noch haltbar ist. Aber ich gucke mal eben. Ich glaube nicht, dass die Hefe noch haltbar ist. Fällt mir gar mal ein. Der ist noch nicht abgelaufen. Ich habe Glück. Seht, bin ich schon wieder am Zufüttern. Ich weiß nicht, was heute los ist. Ob das irgendwie am Stress lag oder so. Obwohl, ganz ehrlich, ich habe jetzt nicht viel mehr gemacht wie sonst auch. Nur ich fühle mich richtig platt nach dem P-Kip, weil ich da die blöden Maxi-Cosis getragen habe, weil ich so doof bin. Ey, das schafft man kein Meter. Man ist danach direkt kaputt, ey. Ich hätte das direkt auf diesem Aufsatz packen sollen. Aber ich war zu faul, um auszupacken. Seitdem fühle ich mich richtig platt, als ob ich richtig fetten Sport getrieben hätte oder so. Also ich glaube, mit Sport, mit dem richtigen harten Sport warte ich noch, sonst fühle ich mich die ganze Zeit so wie jetzt. Ja, ich fühle mich, als ob ich Sport gemacht hätte. Total schlapp und bin voll müde. Voll doof. Ich weiß nicht, ob das daran liegt oder so. Waren die wieder beide am Weinen, habe ich die Brust gegeben und beide haben jetzt die Brust angeweint. Beide. Ne? Da könnt ihr ja nichts für. Dann reicht das halt nicht. Oder das ist wirklich, weil ich mit den Maxi-Cosis mich übernommen. Die Maxi-Cosis sind schuld. Nein, das geht dann halt nicht anders. Und ich habe so wenig Flaschen, weil ich habe die jetzt noch nicht sterilisiert gehabt, dass ich jetzt eine Aventflasche nehmen musste, die ein Werbegeschenk war. Ich habe die Gott sei Dank schon sterilisiert gehabt. Aber die wird trotzdem gut genommen. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die machen da jetzt vielleicht Probleme oder so. Mahlzeit. Du lachst mich an. Oh mein Gott, ihr seid so, du spuckst die ganze Zeit. Warte, ich bin voll. Warte. So. So, und jetzt? Der Jonas ist glücklich, oder? Bist du glücklich? Und dem Ben drückt das noch ein bisschen. Wir fahren ein bisschen Fahrrad, ne? Oh, jetzt muss ich die Socken richtig anziehen. Babyfüße. Oh mein Gott. Babyfüße. Das ist gut, oder? Das ist gut? Nicht deinen Bruder hauen. Und du deinen Bruder nicht ansprechen. Sagen wir mal alle, die sehen gleich aus, aber ich finde es jetzt nicht. Also ich sehe total die Unterschiede. Also zwei verschiedene.
Babys, ne? Also man sieht, also ich finde, man sieht, dass die zwei eich sind. Oder? Ja. Obwohl Ben, wenn Ben immer dicker wird, hier, dann wird es schon schwieriger. Und da ich nicht weiß, ob ich so viel gefilmt habe, denke ich mal, mache ich morgen auch nochmal mit. Ja, weil ich habe immer das Gefühl, ich möchte euch noch so viel sagen und zeigen und machen und keine Ahnung. Aber ich vergesse das immer dann. Dann denke ich mir, boah, das wollte ich doch noch gezeigt haben. Das wollte ich doch noch sagen. Und das vergesse ich immer. Und mein Akku ist gerade leer, sehe ich. Passend zum Abend hin. Und ich habe um 10 Uhr dann noch den Jonas zum Einschlafen bekommen. Der Ben wurde wie immer in der Swing to Sleep zum Schlafen gebracht. Also wir wechseln die immer ab. Und dann nehme ich euch auf jeden Fall dann nochmal mit. Ich glaube, das ist dann besser, ne? Und dann machen wir das so. Dann sage ich mal bis morgen. Guten Morgen! Ja, ihr habt ja gesehen, ich habe die Wäsche schon sortiert und habe das Frühstück vorbereitet. Da gebe ich mir immer ein bisschen mehr Mühe, wenn ich Besuch bekomme. Bei uns, da reicht das, wenn die Wurst in der Tupperdose bleibt. Ich sehe schrecklich aus, weil ich so müde bin. Das ist wirklich nur, weil ich um 6.30 Uhr aufgestanden bin, anstatt um 10 Uhr, wie sonst. Und daran muss mein Körper sich erstmal gewöhnen und dann kann ich auch eher ins Bett gehen. Gestern bin ich ja schon eher ins Bett gegangen. Ich war so stolz auf mich. Der Ben schläft noch oder? Ach nee, der ist gerade wach geworden. Guten Morgen. Der ist nach dem Fertigmachen direkt wieder eingeschlafen und der Jonas ist wie immer, der war so quengelig. Der war im Wagen die ganze Zeit wach und war die ganze Zeit so unruhig, obwohl er gegessen hat und alles. Und weil er nicht in den Schlaf gefunden hat, obwohl ich alles versucht habe, geschunkelt, geschaukelt, keine Ahnung, mit dem Wagen. Und dann habe ich ihn jetzt in die Swing to Sleep Federwiege gelegt und jetzt schläft er. Also das Ding ist für ihn auf jeden Fall Gold wert, also voll und für mich natürlich auch. Also der liebt das Teil. Ja, ich habe jetzt noch 10 Minuten Zeit, bevor meine Freundin kommt oder 5 Minuten. Und so lange kuscheln Ben und ich dann am besten noch. Ich liebe das, wenn er sich immer so streckt. Also die ganzen Grimassen, die der immer dabei zieht. So süß. Und er braucht am Tag, ich glaube, 3 Dreieckstücher, weil er immer so viel spuckt. Ich habe ihn heute Morgen umgezogen. Dann habe ich ihn gestillt, nochmal, ein zweites Mal, weil ich dachte, ach komm, doppelt hält besser. Der hat bestimmt nochmal Hunger und der hat ja auch ein bisschen getrunken. Dann hat er aber alles wieder ausgespuckt. Weil jetzt... Ich rede lieber mit der Kamera. Jetzt ist wieder Milch ohne Ende da. Also ich weiß nicht, was los ist. Also gestern, das war bestimmt, da waren die Maxikosis von Schuld, das sage ich euch. Weil die waren wirklich, die haben sich angefühlt, als ob ich nie gestillt hätte. So wie früher, vor der Schwangerschaft. So haben die sich angefühlt und die haben die auch wirklich so angeweint. Immer gezogen und dann geweint. Und das tat mir dann leid und dann musste ich einfach eine Flasche geben. Viele sagen ja immer, man soll da nicht beifüttern, sondern man soll immer wieder anlegen oder so. Aber das kann ich bei den Zweien. Beim Leon ging das, da konnte ich das machen, aber bei den Zweien mache ich das nicht. Das tut mir leid für die und für mich. Und jetzt ist wieder total viel Milch drin. Die kamen einmal die Nacht. Ja, die wären bestimmt gar nicht in der Nacht gekommen. Alles noch gut, der muss ich noch ein bisschen strecken. Also können wir noch quatschen. Die wären bestimmt überhaupt nicht in der Nacht gekommen. Aber Leon hatte einen Albtraum, der hat total geweint. Und dementsprechend kam Leon dann natürlich schlecht aus dem Bett, aber das ging dann noch und der hatte auch Gott sei Dank gute Laune. Wenn er dann mit seinem Laufrad fahren kann, ist immer alles gut.
Meine Freundin ist jetzt weg, wir haben jetzt in Ruhe gefrühstückt und jetzt wollte ich mich eigentlich, wollte ich direkt die Zeit nutzen, dass wir 2 Stunden schlafen. Ich habe jetzt nur das Gröbste da weggeräumt unten, das Wichtigste, damit ich das jetzt ausnutzen kann, 2 Stunden mindestens zu schlafen. Aber irgendwie wollen die nicht. So wirklich. Also ich glaube, die wollen schlafen, aber die können nicht schlafen. Ich könnte jetzt den Jonas zum Beispiel oder den Ben in die Federwiege wieder legen. Und dann würden die ganz schnell einschlafen. Aber mein Problem ist, ich habe Angst, dass ich die da hinten nicht höre, wenn ich hier liege. Und das Babyphone, da finde ich das Ladegerät nicht von dem Teil, was man als Eltern hat. Das finde ich leider nicht und das muss aufgeladen werden. Das ist jetzt mein großes Problem. Und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt bei mir im Arm einschlafen werden, dass ich dann mindestens noch so 2 Stunden schlafen kann. Die sind jetzt einfach nur ein bisschen unruhig, weil sie schlafen wollen und nicht schlafen können. Ne? Machen wir jetzt Gruppenkuscheln? Ja? Ich hab's geschafft. Eine halbe Stunde später und beide schlafen. Und ich jetzt auch gleich. Ich bin wieder wach. Also ich habe jetzt leider nur 1 Stunde schlafen können, anstatt 1,5 wie geplant. Oder 2 sogar, weil Ben danach noch Hunger hatte nach 1 Stunde und wach wurde. Und dann war ich ja auch wach. Dann habe ich unten noch ein bisschen aufgeräumt. Das war ganz gut, so habe ich wenigstens noch was geschafft, weil die weitergepennt haben. Dann habe ich noch ein bisschen aufgeräumt und noch eine weitere Maschine jetzt angemacht und die andere Maschine im Trockner getan. Und ich habe geduscht und wollte mich jetzt fertig machen. Und dann ist Jonas wach geworden, weil er Hunger hat. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir in einer Viertelstunde, gucken, ob wir das schaffen, alle im Auto sind und den Leon abholen. Ich meine, wir haben ja noch ein bisschen mehr Zeit. Und dann fahren wir zum Mami-Treff. Ja, da bleiben wir dann 1-2 Stunden. Wir sind jetzt gerade 6:30 nach Hause gekommen und dann habe ich die Kinder hier direkt abgesetzt, habe noch schnell die Wäsche zu Ende gemacht und bin dann einkaufen gefahren, also nur ganz kurz nach Edeka, habe nur die wichtigsten Sachen geholt, die ich brauche. Das und das hier. Ich habe heute Mittag noch nichts gegessen, oder? Nee, ich habe heute Mittag nichts gegessen, nur heute Morgen gefrühstückt und danach habe ich mal wieder nichts gegessen und dann kaufe ich halt sowas immer. Oder? Das habe ich noch eingepackt. Hallo. Das ist das Wichtigste von allen. Dann habe ich, das zeige ich euch gleich, aber das muss ja irgendwo sein. Ja, Gott, ich kriege schon Panik. Die Schoki hier, die ist sowas von mega, mega lecker. Ich liebe diese Schokolade. Ich esse das natürlich heute nicht alles auf einmal. Ich esse nur eine Tafel. Nein, Quatsch. Ich esse, heute esse ich nur einen Riegel Knoppe. Aber damit ich jetzt noch gleich was im Magen habe, weil ich habe ja eigentlich gedacht, wir bestellen uns was, wenn Leon im Bett ist. Aber Dennis hat leider schon auf der Arbeit gegessen. Und deswegen hat der Leon jetzt schon Abendbrot bekommen. Und ich mache mir die jetzt gleich hier in den Ofen. Dann habe ich noch Sachen geholt, wie wenn sowas jetzt der Fall ist, dass Leon Abendbrot kriegt, ich aber keinen Bock habe auf Brot. Und sondern was Warmes essen möchte und Dennis schon auf der Arbeit gegessen hat, habe ich mir jetzt das geholt. Da weint jemand. Aber Dennis ist, glaube ich, da. Ne? Dann habe ich Thunfischstücke mit Gemüse und Dressing gekauft. Das ist so lecker. Und das konnte ich die ganze Schwangerschaft schon nicht essen. Und dann brauchten wir noch Milch. Und das hier fand ich so lecker. Also das habe ich auch schon 100 Jahre nicht mehr gegessen. Auf Brot esse ich das total gerne oder auf Toast und Salami. Also eigentlich finde ich die Sorte mit Paprika hier am besten. Also es müsste extra sowas geben, wo nur Paprika ist. Ich glaube, das ist auch sowas Ähnliches, nur halt mit Salami. Ja, das habe ich halt nur schnell gekauft, weil den Großeinkauf wollte ich eigentlich morgen oder ja, eigentlich morgen machen. Aber heute war es wirklich schon viel entspannter, weil ich gemacht habe, worauf ich Lust hatte. Und nicht, ich hatte einen Termin 1 und vorher noch putzen und das war zu viel. Das werde ich beim nächsten Mal irgendwie anders timen. Aber heute war es viel, viel schöner und besser. Und ja, so werde ich das jetzt auch die Tage versuchen, immer anzugehen, dass ich immer so ein bisschen mache. Ich schaffe dann halt nicht alles auf einmal, das geht nicht, weil ich mich ja auch noch um die Babys kümmern möchte. Und nicht nur muss, sondern ich möchte ja auch mit denen kuscheln und die Zeit mit denen genießen. Deswegen muss ich gucken, dass ich da so ein bisschen mit dem
Haushalt das anders time. Und am Wochenende will ich es auch nicht machen, wenn Dennis da ist. Dann will ich ja, dass die Familie, dass dann Familienzeit ist, ne? Das muss ich irgendwie noch anders planen. Also ich habe ja noch Zeit, das ist jetzt gerade der zweite Tag gewesen. Wie gesagt, der war viel entspannter. Wobei dieses Maxi-Cosi-Schleppen, das nervt total und die werden ja nicht leichter. Und ich muss jetzt wirklich nur ein Stück vom Auto bis ins Haus von meiner Freundin und das ist so anstrengend. Aber ich will auch nicht irgendwie mich nur die ganze Zeit verbarrikadieren und nichts machen. Also mit drei Kindern eine Unternehmung zu machen, das ist schon ein bisschen anstrengender. Man muss ja dann auch gucken, dass Leon dann mitläuft und nicht irgendwo stehen bleibt und dann kommt da ein Auto oder so. Also wenn ich dann die Maxi-Cosis in der Hand habe, das ist ein bisschen anstrengender und dann muss ich gucken, wie ich das noch hinkriege. Ich will ja auch nicht immer den Untersatz mitnehmen, aber die werden nicht leichter. Ich freue mich schon, wenn die wieder laufen. Okay, das war's jetzt dann auch von dem Video. Ich glaube, jetzt habe ich wieder viel zu viel gefilmt, aber ist egal, werdet ihr dann sehen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe mal gucken, was da oben los ist und ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!